Und dann haben wir außerdem eingeladen die wahre Rheinland- und Ruhrpott-Prominenz. Die Fußbrois werden bei uns sein und auch Else Stratmann. Und jetzt trage ich noch richtig dick auf und wissen Sie, wer noch da ist? Die Palazzo-Band. Hier sind Jörg Ritzenhoff, Alex Vesper und Werner Neumann. Mit dem Kinderzimmer fing vor fast 20 Jahren alles an. Damals war nämlich die WDR-Mitarbeiterin Ute Diehl aufgefordert, einen Film zu machen über ein typisches Kinderzimmer einer Arbeiterfamilie. Da hat sie unheimlich lange gesucht und schließlich gefunden. Wen? Frank Fußbroich und dessen Zimmer. Und hat dann natürlich auch die Eltern gleich mit kennengelernt. Und das war der Anfang. Der Anfang der einzig wahren Familiengeschichte, wie die Serie im Untertitel heißt. Und mittlerweile läuft sie ja in schöner Regelmäßigkeit immer Weihnachten und Ostern. So auch vor knapp 2 Jahren, als das schier Unvorstellbare geschah. Vielleicht waren auch Sie dabei. 1996 schockte er das Fernsehvolk. Ein Mann hatte sich verändert. Wir blicken zurück auf die Anfänge. 1979 kam zum ersten Mal das Fernsehen zur Familie Fußbroich. Soll man einen schönen, guten Job kriegen, ne? Soll man nicht in eine Fabrik gehen, wie ich, ne? Dokumentarfilm über ein Familienleben, Realität pur. Die Fußbroichs waren normaler als Otto Normal, auch 10 Jahre später bei der Fortsetzung. Beruflich wäre ich kein Fotomodell. Frank, Fred und Annemie. Träume von der weiten Welt und Abrackern im Keller. Die Fußbroichs wurden zum Kult und er war ihr Markenzeichen. Ja, ich lasse mir auch die Dauerwelle in der Haare machen. Ich habe eigentlich gerade da, aber ich habe noch ziemlich viel Haare. 1991 ging die Familie als Reality-TV in Serie und wir wurden Zeuge einer Wandlung. Fred und Annemies neue Couchgarnitur, ihre neue Tapete, ihr neuer Teppich, ihr neues Schlafzimmer und ihr neues Auto. Das ist wirklich ein Nobelhobel, ne? Ach ja, und die neue Küche. Eichweiß auf dem Porsche. Kenne ich ja nicht, ob er sie erlaubt hat, das Eiche. Er hat gesagt, Eiche, weiß lackiert, porenfrei, oder wie das heißt. Bei Fußbroichs änderte sich immer alles, nur auf eines war Verlass. Mini-Pläne, das haben nur gewählt. Wir erlebten in 9 Jahren, wie Frank erwachsen wurde, wie Pia kam. Sie wollte er eigentlich heiraten, dann ging Pia und Heike kam. Später ging auch Heike und Frank wechselte nur noch seine Autos. Aber eines blieb uns erhalten. Ich würde liebst so mit Sonnenbrille hier sitzen, dass mich kein Mensch erkennt. Wir sahen die neue Couchgarnitur und den neuen Nobelhobel. Ich habe einen Fehler gemacht, war Mercedes auf BMW und wieder auf Mercedes. Das war mein Fehler. Träume von der weiten Welt und Abrackern vor der Glotze. Wir dachten, es würde immer so weitergehen. Dann passierte das und jetzt ist wirklich nichts mehr, wie es war. Aber Sie sind hier. Hier ist Fred Fußbroich und mitgebracht hat er Annemie und Ute Diehl. Herzlich willkommen. Frau Fußbroich, Herr Fußbroich. Warum machen Sie das eigentlich immer, die Serie? Ja, warum machen wir die Serie? Ich meine, wir haben damit angefangen, da war sehr schön. Die Mutter, Oma, alles sieht einen im Fernsehen, man war stolz. Ja, guck mal, der Junge ist im Fernsehen und so. Ja gut, und dann haben wir 8 Jahre gewartet, bis der Frank erwachsen war. Da hieß er, wir machen noch einen Film. Da sagen wir, okay, man hat schon mal, man weiß, wie es geht, dann machen wir den auch noch. Es gab so eine lange Dokumentation und dann stand da die Serie. Ja, und dann hieß es, die Leute sehen sowas gern und dann ging es in der Serie und okay, dann hat man sich dran gewöhnt, dann macht man mit. Man sieht sie im Fernsehen natürlich, sagt man manchmal auch, ey, das hättest du besser nicht gesagt und so. Aber es macht eigentlich auch Spaß, ja. Was gefällt Ihnen daran, Frau Fußbroich? Ist es die Arbeit, das Drehen auch oder mehr die Reaktionen, wie Ihr Mann gesagt hat, dass die anderen sagen, hey, ich habe dich im Fernsehen gesehen? Nee, weiß ich nicht, glaube nicht. Ich denke mir ja so, wir haben einmal angefangen und das ist einfach schon selbstverständlich geworden. Da mache ich mir schon gar keine Gedanken mehr drüber. Ne? Es gab auch nicht den Moment, wo sie mal gesagt hat, jetzt reicht's mal, jetzt haben wir so viel gemacht. Nee, das eigentlich nicht. Ne? Weil die Sache ist immer gut angekommen. Und warum sollte man dann aufhören? Ne? Bei wem fragen Sie das eigentlich ab, ob das gut ankommt? Bei das der kriege Familie? Ich ja so mit. Ne? Von Arbeitskollegen oder von Freunden und was weiß ich alles. Und die sagen ja dann, das ist gut, das gefällt mir und so, macht weiter.
Und das, ja, das ist einfach so. Dann da machen wir weiter dann. Ne? Frau Diehl, Sie haben es ja jetzt auch über Jahre gemacht. Warum haben Sie es immer weiter gemacht? Also angefangen, ich würde es mir so rum gerne beantworten. Angefangen habe ich es, weil ich in Fußbräuch, in der Familie Fußbräuch, die Möglichkeit sah, eine Geschichte über die Gesellschaft zu erzählen, die sonst nicht erzählt wird. Meistens sind die Leute prominent oder irgendwie extrem, aber so ganz normale Leute wie Fußbräuch, die noch dazu mitten im Arbeitsleben, Arbeitsleute sind, stehen, die sind im Fernsehen eigentlich sehr wenig vertreten. Außer sie werden also mit irgendwelchen seltsamen Eigenheiten vorgeführt. Und ich war ganz überzeugt auch davon, dass man eine richtige Serie machen kann, eine Familienserie mit einer richtig originalen Familie. Also ich bin noch so ein Kind der Hesselbachs, die ich immer ganz faszinierend fand. Und wie lange das gehen würde und wie viel man von den Fußballs zeigen kann, das wusste ich damals auch nicht, weil es gibt dieses Genre nicht. Also es hat auch nie jemand noch mal sowas gemacht. Also folglich konnte ich mir auch nicht irgendwie vorstellen, also ich konnte nur meine eigene Fantasie gebrauchen. Ich konnte nicht irgendwelche Vorbilder mehr abgucken. Was haben Sie damals gedacht, wie lange das gehen würde? Oh, ich habe erstmal die ersten zwei Folgen gedacht. Die haben wir gemacht ohne Auftrag erstmal. Also das hat sich zwar im WDR abgespielt, aber das sollte eigentlich wieder ein Dokumentarfilm werden. Und dann war aber Hans-Jürgen Rosenbauer, der ja hier Chef in der Kultur war und jetzt Intendant ist, beim ORB. Der hat es so toll gefunden, dass er fragte, er sagte, so was Tolles will ich sofort mehr, wie viel habt ihr davon? Und dann habe ich mich so auf diese fünf gemogelt, anders kann man das nicht sagen, es waren dann erst vier, dann fünf. Und und dann war eigentlich, wir haben ja dann auch einen Preis gekriegt direkt nach der ersten Staffel und dann war eigentlich klar, dass wir... Und nicht irgendeinen, sondern gleich den Grimme-Preis. Ja. Wahnsinn. Und dann war klar, dass wir weitermachen. Also alle fanden es toll und der Effekt ist nochmal eingetreten, dieses, was ist das überhaupt? Und das ist ja was ganz Tolles, was ganz Ungewöhnliches. Genau, was ist das und wie geht das, frage ich mich dabei auch. Wie geht das denn? Rufen Sie an bei Ute Diehl und sagen, jetzt habe ich eine Story, weil jetzt kriegen wir das Sofa zum Beispiel. Anfang des Jahres wird so ungefähr so ein Konzept vorgelegt. Das heißt also, da wird gefragt, was habt ihr vor, was wollt ihr machen und so. Ne? Dann schreibt die Frau Diehl sich das auf. Überlegen Sie sich das vorher? Das geht immer auf Abruf. Sagen wir fahren in Urlaub, dann sagen wir der Frau Diehl Bescheid, wenn wir was Neues kaufen wollen, wenn sich irgendwas ereignet. Dann sagen wir der Frau Diehl, dann heißt immer, ja, Autokauf hatten wir schon vergisset oder das hatten wir noch nicht, das würden wir gerne filmen. Urlaub heißt dann, okay, zwei, drei Tage fahren wir mit. Und, bestimmen Sie denn, wenn Sie sagen, okay, also bei dem Urlaub will ich jetzt, dass die Frau Diehl mitfährt und bei dem will ich überhaupt nicht. Ja, wir bestimmen immer. Wenn ich Sie jetzt nicht anrufe und sage nicht, dass ich in Urlaub fahre, dann weiß es ja nicht. Also wir bestimmen schon immer. Sie lachen, ne? Ja, natürlich. Ja. Oder wir fahren am gleichen Ort wieder wie vorher. Ja, dann sagst du, da haben wir doch schon mal gefahren. Ich sage es mit euch. Ne? Also wir können schon, wenn wir wollen, noch alleine sein. Ne? Klar, also Sie haben keinen Zwang. Nein, da ist kein Zwang, gar nicht. Also es ist schon so, dass wir haben alle eine Fantasie von der Serie. Und diese Fantasie, also der WDR, vertreten durch Herrn Wesemann, den Redakteur, der uns seit vielen Jahren bestens begleitet. Die Fußbräuche haben natürlich eine Vorstellung von der Serie und ich habe eine Vorstellung von der Serie. Und die Zuschauer sowieso, die sind ganz böse, wenn sich was ändert. Und da müssen wir uns irgendwie so durchschlagen, denn alle müssen eigentlich mit Begeisterung und mit Leidenschaft an dieser Arbeit bleiben, sonst geht das nicht, sonst funktioniert das gar nicht. Und wenn Fußbräuch sagen, wir fahren nach Mallorca, dann ist mir ebenso klar wie den Fußbräuch, dass die nicht zum Ballermann fahren. Viele denken, oh, Fußbräuch, ja, Mallorca, leider. Alle sind überhaupt keine Ballermann-Besucher. Ja doch, schon, wir dürfen noch nicht. Wir würden mal gerne, aber wir dürfen nicht. Warum dürfen Sie nicht? Ja, wie sagt der Ballermann, ist Fußball. Ist laut, wir dürfen nicht aus dem Eimer trinken. Das ist so. Ich würde doch mal gerne, aber wir dürfen nicht. Sie haben gesagt, es ist zu laut, das heißt für die Dreharbeiten zu laut. Die Dreharbeiten gestern. Ist es so vor dir? Na, es ist mehreres. Also ich finde es auch, das, was es so an Berichterstattung gibt, finde ich relativ unappetitlich und wir machen nichts Unappetitliches. Also sagen Sie dann tatsächlich, ja, nee, Ballermann das interessiert mich nicht.
Das wollen ja. Sie dann nicht? Ja, wir begleiten Sie ja nicht den ganzen Urlaub. Die können also von 14 Tagen 12 in den Ballermann gehen. Wir sind okay. Nur zwei dabei. Aber das, was wir dann an den Tagen machen, sprechen wir zwar auch ab, aber das überlege ich mir meistens, um eben, ich will ja auch was erzählen mit der Familie. Also ich überlege mir auch, was ist denn jetzt dran? Was machen denn die Leute? Aber wessen Geschichte ist es dann? Ist es Ihre Geschichte oder ist es die Geschichte, die Sie, Frau Diehl, vielleicht am Telefon erzählt haben? Nein, wir machen schon unseren Urlaub und sagen, was wir da vorhaben. Und sie entscheidet dann, was die Firma möchte. Sagen wir, wir entscheiden, wir machen eine Jeep-Tour. Und dann sagt sie, ja, prima. Nein, wir überlegen uns schon, was wir machen. Haben Sie auch ein Gefühl dafür, dass Sie sagen, ach, das ist bestimmt was für die Deal? Ja, ich habe das, ich habe zwei Daumen, ich habe das Gefühl. Ja. Wenn man einmal drin ist, dann überlegt man ja schon. Ne? Und fallen einem schon Sachen ein. Ne? Ich meine, wir müssen schon was bieten. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich bleibe 8 Stunden am Fernseher sitzen, lasse der Firma, was sie will. Ne? Wir müssen uns schon auch was überlegen, dass wir sagen, ja, sie wollen auch, wir wollen gute Fallen, Sie wollen gute Fallen. Und dann muss man schon sagen, wir müssen im Urlaub etwas unternehmen. Fürs Fernsehen, sagen wir so. Aber würden Sie dann sagen, dass Ihr Leben sich in großen Teilen auch wirklich nach dem Fernsehen richtet? Nee, gar nicht. Das ist das Einzige durch das Fernsehen. Man hat wohl viele Bekannte, aber man hat keine Freunde mehr. Man kann nicht mehr unterscheiden, Freund oder Feind, weil die meisten, die uns begrüßen oder zu uns kommen, jedes zweite Wort Fernsehen. Wenn wir irgendwo in eine Gaststätte kommen, dann wird es ruhig, dann wird nur noch geflüstert und dann denken wir, sie flüstern über uns. Und es stimmt einen nachdenklich dann. Hat sich darüber auch, ne? Ihre Arbeitsweise auch verändern müssen, dadurch, dass die Fußboys immer bekannter wurden? Also etwas würde ich noch ganz kurz vorher sagen. Wir sind nur 10-12 Tage im Jahr mit Dreharbeiten beschäftigt. Also das, viele Leute stellen sich vor, wir haben da ständig eine Kamera und da kann sich nichts mehr abspielen in der Familie, ohne dass wir dabei sind. Und dass diese 10-12 Tage sehr gestaltet sind und wir auch sehr viel gestalten hinterher am Schnittplatz, verschiedene Drehtage zusammenbauen, aus verschiedenen Drehtagen ganz andere Folgen wieder machen und so, das muss man wissen. Und unsere Arbeit hat sich insofern verändert, was die Prominenz der Fußboys angeht, das ist eigentlich für uns eher ein Nachteil. Also für die Serie ist es ein Nachteil. Es ist deshalb ein Nachteil, dass wir uns in Köln mit der Kamera überhaupt nicht mehr bewegen können, völlig unmöglich. Also wenn wir im Zoo sind, dann stehen da 100 Leute um uns rum. Ja. Oder, also da gibt es ganz viele Sachen, die ganz schade sind, die wir nicht mehr machen können. Aber Sie haben wieder Folgen gemacht und das wollen wir zum Schluss noch sagen. Die kommen jetzt Karfreitag wieder, 19.30 Uhr, dann Samstag wann? 18.50 Uhr. Und dann Sonntag und Montag auch wieder 19.30 Uhr, oder? Das ist unsere Stammzeit, 19.30 Uhr, nur Samstag ist 18.50 Uhr. Alles klar. Vier neue Folgen, natürlich. Ja, von 97. Man muss das sagen, weil sonst ruft das Arbeitsamt mich schon wieder an. Okay, von 97. Sagen, ne? Meine Damen, Herr Fußburg, danke, dass Sie bei uns waren. Okay. Danke schön. So wie die Fußbräuchs nach wie vor die einzig wahre Familiengeschichte sind, so ist ja auch die einzig wahre Sissi nach wie vor